Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. Wo sich Agent Sandovals Überreste befinden. Hatzian ist auch wieder mit dabei. Hallo. Markieren Sie sie zur Bergung. Bringen wir Sandoval nach Hause. Ich upgrade gerade meine Granaten. Naja. Hätte ich ja gar nicht bei dir einsteigen brauchen. Bisschen Widerstand hier. Ja. Na, ich glaube, ich habe wieder mehr oder weniger alles an Geld rausgehauen. Ach komm, ewig kein Dings mehr gefahren. Fahr mal Motorrad. Ich fahr das Motorrad. Genau. So, da wir erstmal kein Heli da haben im Moment und es auch nicht so unglaublich weit ist, fahren wir mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Ja, wozu haben sie denn sonst die Open World gemacht? Genau. Die belebte, interessante Open World. Werde beschossen. Schon etwas komische Wegführung hier drin. Blätter. Santa Blanca hat alle in der Gegend übernommen und Barbechos Platte als Manager angeheuert. Aus der Sicht der Bergleute, wo ist der Unterschied? Muss mich ein paar Mal muten, weil ich so einen trockenen Hals habe. Ja, ja, das ist kein Problem. Bei mir ist auch noch so ein bisschen die Stimme etwas rau. Aber es kommt bei mir, wenn ich dann direkt nach dem Aufstehen anfange aufzunehmen und die Stimme noch nicht so ganz fit ist. Ah, PC, es ist 1:30 am Nachmittag und du sagst gerade direkt nach dem Aufstehen. Ich habe ja vorhin schon. Okay. Außerdem ist Sonntag, da darf man das. Das stimmt wohl. Ich glaube, wenn ich gestern noch in die Kneipe gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass ich erst um 1:30 aufstehe. Je nachdem, wie sehr das dann ausgeartet wäre. Habt ihr da eine Stammkneipe eigentlich oder ist das... Ja, so genau, so zu 2-3 Irish Pub, wo wir dann immer mal durchwechseln. Mhm. Und dann... Sind das dann so deutsche Pubs oder so Irish Pubs? Irish Pubs dann, ja. Irish Pubs. Mhm. Bist du ein Guinness-Trinker? Tatsächlich lieber Kilkenny oder Newcastle. Okay. Ja. Ich mag Guinness recht gern. Mhm. Aber erst, wenn ich davor so 1-2 Weißbier hatte. Ah ja, ja. Ja, im Guinness ist mir meist ein bisschen zu wenig Kohlensäure drin. Deswegen. Das stimmt tatsächlich, ja. Deswegen habe ich dann lieber das Kilkenny oder halt das Newcastle. Das hat mir neulich mal, was heißt neulich auch schon wieder ein paar Jährchen her, hat mir das mal ein Kumpel empfohlen. Und, das war tatsächlich ziemlich cool. Hat mir dann auch gut geschmeckt. Ich muss auch sagen, wie ich in Köln war, da hat mir das Kölsch gut geschmeckt auch. Also, ja, ist genau, ist halt relativ seicht. Ja, genau, aber so richtig erfrischend halt. Also geht gut runter. Ja. Aber ich bevorzuge halt trotzdem Pilz, wenn es irgendwo geht. Deswegen, ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, wenn ich halt irgendwo in der Kneipe bin, dann halt kein Kölsch, sondern halt einen Pilz zu bestellen. Oder beziehungsweise, nee, kein Bier, sondern einen Pilz zu bestellen. So rum. Ich trinke eigentlich echt nur Weißbier. Mir schmeckt normales Bier gar nicht. Mhm. Das Drohnensignal wird gestört, ich empfange gar nichts. Da bin ich recht speziell. Ja, ja, nee, ist so. Ich mag es tatsächlich lieber, wenn, oder tatsächlich ganz gern, wenn es ein bisschen herber ist, das Bier. Ich sehe eine montierte Waffe. Das passt eigentlich immer ganz gut. Ja, die haben es aber gut, gut bewacht, unser Kumpel. Ja, absolut. Ist nicht das erste Mal, dass wir Tote bergen. Ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Da kommt man gar nicht so leicht rein. Hier geht's, glaube ich, ganz gut. Weil vorne ist ein verschlossenes Tor tatsächlich. Hier über die Felsen geht's aber. Ich bin jetzt da, wo du den Scharfschützen ausgeschaltet hast in dem Turm. Das war auch ein Turm, wo zwei Scharfschützen drinnen waren. Oh, Mörser. Eine kleine Gruppe Tangos.
So. Das war's jetzt mit dem Mörser. Ich guck mal, kann ich die Granate so weit werfen, dass das Signal, also dass es nicht mehr gestört wird? Ich glaube nicht. Granate mal gucken. Fliegt. Vielleicht reicht's. Oder zumindest der Mörser ist weg. So, wie viel ist es noch? 2, 3 schätze ich. Im Zelt ist wahrscheinlich noch jemand. Ja, Verstärkung. Ich glaube, wir haben Rebellen. Sehr gut. Die können dann mal mithelfen. Ihr Rebellen. So, aber ich glaube, du könntest mich einigermaßen sicher wiederholen. Ja, ja, so. Die werden ausgeschaltet. Ich hänge hier noch so ein bisschen in der Ecke. Ich sehe es, aber im Schatten, also brauchst du keine Sonnencreme. Genau. Bei der ganzen, bei den ganzen Klamotten. Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Sehr gut. Sieht aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangene in La Carcel de Pueblo. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Wenn die Gefangenen so wichtig sind, dann wissen sie vielleicht etwas über die Vermissten. Was sind viele Supplies? Ja. Lohnt sich ja richtig. Sehr gut, sehr gut. Riecht ihr das? Ich glaube, wir haben ihn. So, ich will jetzt aber erstmal das Ding hier wegsprengen. Nehmt das. Ah, hier wären ein paar Leichen. Ich guck mal gerade. Das ist er nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter auf Leichensuche, wie es scheint. Wo würdest du eine Leiche verstecken? Ich glaube hier bei den ganzen Containern, ne? Da ist sowas nichts drin. Schade. Da ist ein Container. Rückendeckung. Hab dich. Oh. Okay. Das könnte ja sogar fast sein, oder? Ja, ich hab ihn. Fuck, schon traurig, einen Mann so enden zu sehen. Wir können froh sein, dass wir ihn gefunden haben. Bowman wohl auch. Ich hab hier was. Ich seh's mir an. Bowman, wir wissen, wo Sandovals Leichnam ist. Ich sende Ihnen den Standort. Danke. Ich schicke ein Team, das ihn abholt. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Leider kenne ich das Gefühl. Nomad Ende. Ja, wir haben alles aufgesammelt hier. Ja, sehr gut. War uns ein Vergnügen, Suenio. Aber wir können es sofort beenden. Stell dich einfach. All die Mühe für Ricky Sandoval, der im Grunde nur ein korrupter Polizist war. Sie haben keine Ahnung, was wirklich vorgeht. Ich kann Ihnen die Wahrheit über Sandoval sagen. Das reicht jetzt. Ich habe Beweise, eine Aufzeichnung, wie Ricky Sandoval seine größte Sünde gesteht. Sie werden sehen, dass ihr ganzer Einsatz der Grund für ihre Anwesenheit auf einer Lüge beruht. So sehr geht dir der Arsch auf Grundeis. Du tischt uns noch mehr Lügen auf? Ich bin vieles, aber kein Lügner. Hören Sie sich die Aufzeichnung an. Das ist kein Trick.
Aber ich bezweifle, dass Sie noch Grund haben, gegen mich vorzugehen, wenn Sie hören, was Sandoval zu sagen hat. Verdammt, sowas habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachtposten. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma. Wie er gesagt hat, ihr vier, weil... Ja, genau, weil du... ...was zu viert spielt. Ja. So, das Geständnis, das wäre jetzt tatsächlich da unten. El Sueño bietet die Aufzeichnung von Sandovals Geständnis an. Vermutlich eine Falle, aber wir müssen es trotzdem... Ich mag diese Nebenstraßen in dem Spiel, die sind einfach weit cooler. Das stimmt. Genau, können wir so noch gemütlich hinfahren, wir haben ja Zeit. Definitiv. Ja. Ja, ach. Oh. Da fällt der Tier. Ich glaube, der wollte sterben. Der wollte das. Wie alle Gegner, die werfen sich in die Kugel. Genau, ja. Suizidgegner. Sieht ja ganz gut aus. Wie viel waren es? 11 Kilometer noch. Ja gut, das sollte passen. Ja, wir haben da unsere Rennsau haben wir hier. Genau. Gute Renntrack. Aber ja, es ist halt eben kein Need for Speed oder Project Cars. Leider nicht, nee. Ja. Ich glaube, das wäre sogar fast schon ein bisschen zu viel dann. Ja, man muss auch halt sagen, man kann schon, es gibt diese Lamborghinis, aber die gibt es halt nur von den Gegnern. Logisch, dass in Bolivien nicht, wie bei GTA, jedes zehnte Auto halt ein Sportwagen ist. Ja, genau. Das hat auch damals mein Cousin erzählt, als ich den mal auf Philippinen besucht hatte. Hat gemeint, ja, da kaufen sich halt die reichen Leute, die kaufen sich halt kein Lamborghini, weil du hast halt Straßen wie die hier. Normalerweise, sondern die kaufen sich halt dann einen Truck oder einen SUV, Pickup oder irgendwas, ja, genau. Ein Cadillac. Wann warst denn du das letzte Mal auf den Philippinen? Das einzige Mal tatsächlich 2017 bisher. Also ist nicht so lang her. Nee. Ja, haben wir dann auch gemeint, dann können wir mal. Weil ich halt auch so zum Beispiel da, der hat halt da seine Frau und Kinder kennengelernt, die ich bisher noch nie gesehen hatte. Und haben wir gesagt, können wir das ja mal kombinieren. Bist du da alleine hin oder mit deinen Eltern auch? Nee, meine Schwester ist noch mit. Deine Schwester. Genau, meine Eltern waren, glaube ich, 2008 mal da. 2009. War da der Flug teuer eigentlich? Weiß nicht, wie viel waren das? Waren 400-500 Euro, glaube ich. In uns zurück. Ja, das geht. Das geht. Da zahle ich, glaube ich, nicht viel weniger nach Paris mit dem Nachtzug. Ja. Der Zug ist ja eh teuer. Leider, ja. Ja. Also da müssen die Verantwortlichen. Ich bin ja ein absoluter Zugfan. Mhm. Aber das muss günstiger werden einfach. Ja. Nur so bringt man die Leute auf die Schiene. Ja, ich bin ja zum Beispiel seit 2 Jahren bin ich jetzt, glaube ich, 3-mal Zug gefahren. 4-mal. In den letzten 2 Jahren. Und bin halt komplett auf Mitfahrgelegenheit umgestiegen, weil da bezahlst du halt ein Drittel bis ein Fünftel und bist normalerweise doppelt so schnell da. Klar, da hast du halt auch die Probleme, dass dir halt mal einer absagt kurzfristig oder du halt dann eben auch nur an bestimmte Zeiten gebunden bist. Aber ob ich jetzt halt 44 Euro bezahle, um halt einmal zu meinen Eltern zu fahren oder 15, das ist halt schon ein Unterschied. Definitiv. Und wenn's geklappt hat, war es halt, hat das halt auch, also die sind alle anständig gefahren, du hast dich mit allen gut unterhalten können, das war dann alles kein Problem. Das lief dann eigentlich immer ganz gut. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, also bei den aktuellen Preisen
Das sehe ich genau wie du. Also als ich noch Student war, war das ja kein Problem, weil dann konnte ich ja in Nordrhein-Westfalen kostenlos fahren. Das war dann okay. Dann war es mir auch egal, wenn das mal länger gedauert hat oder mein Zug ausgefallen ist. Aber mittlerweile sehe ich es nicht ein, dafür erstmal einen Haufen Geld und Zeit zu verschwenden. Und ja, wie gesagt, solange sich da an den Preisen nichts, also halbieren oder drittelt, ändert, werde ich halt die für mich günstigste Alternative nehmen, und das ist sowohl zeit- als auch geldmäßig eben die Mitfahrgelegenheit. Und wie gesagt, bis auf diese 2, 3 Mal hat es auch dann immer noch geklappt. Manchmal muss ich halt mal einen Tag länger warten oder zwei, aber das war dann auch noch okay. Und ja, das eine Mal war dann wirklich das, wo ich am Wochenende ins Saarland gefahren bin und dann halt aber auch dann Freitag hin, Sonntag wieder zurück. Da blieb mir auch nichts anderes übrig, da irgendwie mal noch einen Tag zu warten. Und da habe ich für Freitag, glaube ich, keine mehr gefunden. Die für Sonntag hatte mir dann irgendwie 3 Stunden vor der Fahrt abgesagt nachher. Ah ja. Aber ansonsten hat das halt alles immer reibungslos funktioniert. Ja, ich muss sagen, die Kurzverbindungen passen eh, so Regionalverbindungen, die sind eh nicht so teuer, ne? Aber eben, wenn ich jetzt nach Deutschland fahren möchte, irgendwie, dann ist es immer ein bisschen teuer, eben nach Paris 170 Euro, und ein Flug kostet halt 30 bis 50 Euro. Ja. So. Ja, also meine Schwester ist früher auch viel geflogen von Hamburg aus. Aber hat jetzt die letzte Zeit, hat es halt auch gemerkt, ja, sie würde jetzt auch ein bisschen eher auf Nachhaltigkeit achten. Und in den Pandemie, also jetzt als es mit der Pandemie anfing, sind sie halt viel Auto gefahren, sie und ihr Freund. Und die letzte Zeit fährt sie tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Zug. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier für Geständnis. Warte, ist da jetzt was passiert? Ja, ich habe hier noch ein Geständnis, also ein Dings, das halt noch durchläuft. Ah, bei mir ist das gar nicht. Okay. Was wurde denn gesagt, lieber PC? Dass der. Warte noch gerade, nee, es meldet sich auch keiner mehr. Dass halt der Sandoval, also der Agent, der gestorben ist, dass der es war, der die Botschaft gesprengt hat, um dann halt, ja, dass halt andere jetzt die Regierung eingreift oder halt Dings eingreift und ihm dann halt Geld gibt, dass halt Elsewhere verfolgt werden kann. Dass er das halt gemacht hat, um halt Geld zu kriegen, um die zu verfolgen, weil sonst halt wäre nichts passiert, wenn da jetzt nicht irgendwas Großes passiert wäre. Scheiße, wie ist das möglich? Was willst du jetzt machen, Boss? Es Bowman schicken und dann nach der gottverdammten Wahrheit fragen. Okay, gucken, ja. Norman, hören Sie? Ja? Was zum Teufel ist hier los? Nomad, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit der Wahrheit?
Wussten Sie, dass Ricky die Botschaft gesprengt hat? Haben Sie ihm geholfen? Natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ricky hat Scheiße gebaut. Scheiße gebaut? Bowman, der Grund, warum wir hier sind, die ganze Operation, all das ist eine einzige Scheißlüge. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Er war mein Freund. Er hat mich mehr enttäuscht als alle anderen. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Sweeney ist immer noch da. Das ändert gar nichts. Er gehört für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Was? Er verdient eine Kugel und Hunde sollen ihn durch die Straße zerren. Gefängnis. Pah. Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht. Was soll das denn heißen? Ich weiß es nicht. Ich brauche Zeit. Ich muss nachdenken. Vor meinem Ende. So viel Zeit hast du nicht mehr, weil wir wollten ihn erst demnächst angehen. Wir haben es uns alles erledigt. Aber ich glaube, die Mission hätten wir etwas früher machen oder angehen sollen. Allerdings ist jetzt die ganze Zeit das Geheimnis noch bewahrt geblieben. Jetzt haben wir halt den Überraschungsmoment halt eben erst am Ende. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. In einem guten Film. Genau. Jetzt am Ende. Planet der Affen. Ja. So, genau, dann wäre das auch fertig. Gut, dann können wir in der nächsten Folge können wir dann mal uns El Sirenio widmen. Das war, glaube ich, auch da oben irgendwo, ja. Ach, wir haben jetzt die Möglichkeit, warte mal, rein sie den Treffpunkt. Da haben wir zwei Punkte, sehe ich gerade. Wir haben die Nachricht von Pakatari erhalten. Reden Sie mit den Rebellen, finden Sie aus, was er... Ja, theoretisch haben wir schon... Ich glaube, wir gehen erstmal zum Vorschlag und gucken, was er uns anbieten will. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Oh.